Karin und Michael sind wieder unterwegs. Wir werden auf dieser Reise von unseren Freunden Conny und Thoralf begleitet. Unsere Norwegen-Reise geht weiter und nach dem Film über die Atlantikstraße folgt hier die Fahrt von Farstad nach Valldal. Diese Fahrt sollte an sich über die Provinzstraße 63 zum Trollstigen und später nach Valldal führen. Eine faszinierende Strecke, die zu den schönsten in Norwegen zählt und welche man nicht verpassen sollte. Aber leider haben wir 14 Tage vor unserer Abfahrt nach Norwegen erfahren, dass die Straße wegen Steinschlag geschlossen wurde und dies mindestens bis zum Jahresende. Aber das war kein Grund, nicht nach Norwegen zu fahren. Denn Natur und Sehenswertes gibt es hier genug. Hin und wieder hat es nasse Straßen, aber die stören überhaupt nicht, weil immer wieder die Sonne durchkommt und ein schönes Licht in die Landschaft zeichnet. Und wenn es dann auch mal gerade trocken aussieht, nutzen wir die schöne Aussicht für einen kleinen Rundflug. Sehr abwechslungsreich, was wir zu sehen bekommen. Langeweile kommt überhaupt nicht auf. Es gibt immer etwas zu entdecken. Wir schlängeln uns fast immer am Wasser entlang durch die herrliche Landschaft. Und wie schon im Film zuvor erwähnt, macht es mit dem Motorrad mehr Freude als in einem geschlossenen Fahrzeug. Man ist einfach näher an dieser besonderen Natur. Temperaturunterschiede, Düfte von Heu, frisch gemähtem Gras, einfach alles ist intensiver vorhanden, wenn man das auf zwei Rädern erleben kann. Wie Wattebausche hängen die Wolken störungsfrei am Himmel. Wir sind wirklich froh, dass es nicht regnet. Natürlich könnte die Sonne bei blauem Himmel permanent scheinen, aber das wäre ja fast unerträglich schön. Man kann es auf diesen Bildern wieder leicht erkennen. Eine sehr dünne Bevölkerungsdichte, dadurch kann man ungestört, wunderbar und stressfrei durch die Landschaft cruisen. Jetzt mal eine Verschnaufpause in Åndalsnes. Eine Kleinigkeit essen und die Füße vertreten, bevor es uns wieder weiter in Richtung Valldal zieht. Wir müssen schließlich wegen der Straßensperrung einen kleinen Umweg fahren und es kommen einige Kilometer hinzu. Hier fahren wir über die recht lange Dressfjordbrücke und das Wetter bleibt beständig. Ein wichtiger Tipp ist, dass man sich hier nicht zu viel Fahrkilometer pro Tag zumutet. Es gibt im ganzen Land Geschwindigkeitsbegrenzungen, auf den Landstraßen höchstens 80, hinzu kommen die kurvenreichen Strecken und oft Passagen, welche mit der Fähre zu bewältigen sind. An sich sind 200 bis 280 Kilometer pro Tag genug, um stressfrei das Land zu bereisen. Noch meint es der Wettergott gut mit uns, aber die Wolken ziehen sich zusammen. Bereits hier wird uns signalisiert, dass die Strecke über den Trollstigen gesperrt ist. Die Strecke ist weiterhin abwechslungsreich. Schöne Aussichten animieren wieder zu einem kleinen Rundflug und bringen uns nochmal andere Perspektiven. Langsam nähern wir uns dem Etappenziel Valldal, auch das Erdbeerendorf genannt, und es stimmt, es verdient den Namen wirklich. Überaus leckere Erdbeeren wachsen hier und sind überall zu kaufen. Das hätten wir hier nicht vermutet. Wir sind bei unserem Hotel angekommen,
entladen unsere schwer bepackten Maschinen und beziehen die Zimmer. Weil das Wetter so prima ist, beschließen wir gleich weiter auf die 63 in Richtung Trollstigen zu fahren. Wer weiß, wie morgen das Wetter hier ist. In der Tat, das war eine gute Idee. Die Landschaft mit seinen Bergen leuchten richtig. Die Wolkenbilder sind magisch und zaubern eine tolle Stimmung. Wir sind noch nicht auf der Passhöhe angekommen. Die Wolken haben die Berge ganz oben eingehüllt. Außerdem wird es hier oben, etwas kühl, sodass wir dann auch hier die Fahrt nach oben beenden. Das aber nicht ohne einen kleinen Fluch zu diesem Wasserfall. Er zieht mich magnetisch an. Danach machen wir uns auf den Weg nach unten ins Tal, wohl wissend, dass es auf der Strecke noch einiges zu sehen gibt. Das haben wir uns bei der Auffahrt schon vorgenommen. Und wieder sind die Straßen menschenleer, was es natürlich erst recht angenehm macht, hier zu fahren. Genau hier sind wir heute vorbeigefahren und es bot sich an, ein paar Aufnahmen zu machen. Dann geht es weiter zu diesem Wasserfall, welcher für das Begehen der Touristen sehr gut ausgebaut ist. Genussvoll verweilen wir hier und betrachten die Fälle ausgiebig. Das alles befindet sich auf der Straße 63 von Faldal zum Trollstigen.
Jetzt fahren wir zurück in unser Hotel. Bei einem kleinen Spaziergang durch den Ort und bestem Licht am Abend genießen wir die schöne Umgebung. Hinterher ein leckeres Abendessen. Was für ein schöner Tag! Am nächsten Morgen ist unser Ziel der Geiranger Fjord. Er liegt nicht weit von hier und wir müssen nur erstmal den Fjord mit der Fähre überqueren. Karin legt einen Ruhetag ein, aber Conny und Thoralf waren noch nie hier, also ein Muss, den Fjord anzufahren. Nach einer kurzen Wartezeit ist die Fähre da und es geht auf die andere Seite, was in etwa 15 Minuten bewältigt ist. Man spürt, dass die Überfahrt eine Routineangelegenheit ist. Alles geht flott voran. Wie fast überall in Norwegen ist auch hier die Landschaft bezaubernd. Am Aussichtspunkt Ørnesvingen ist eine Menge los. Viele Touristen sammeln sich hier und erhaschen einen Blick hinunter zum Geiranger Fjord.
Danach schrauben wir uns langsam hinunter ins Tal in Richtung Geiranger. Geiranger selbst ist nicht groß, aber ein Touristenmagnet. Vor allem dann, wenn die großen Kreuzfahrtschiffe wie zum Beispiel die AIDA einfährt. Aber als wir heute ankommen, war leider keines davon zu sehen. Hier muss man erwähnen, dass an sich die Fahrt mit einem großen Schiff durch den Fjord ein besonderes Erlebnis ist und nicht der Ort an seinem Ende. Hier kann man ein ständiges Treiben der Touristen im Ort beobachten. Schiffe kommen und sie gehen wieder. Wir machen uns auf den Rückweg und leider fängt jetzt ein leichter Nieselregen an. Es ist nicht schlimm und richtig nass wird auch keiner von uns. Auf der Fähre trifft man auf Gleichgesinnte und man erzählt sich das Erlebte. Hin und wieder gibt es auch wichtige Tipps für die Weiterfahrt. Im leichten Regen geht es zurück ins Hotel und Karin erwartet uns in der Lounge. Sie genoss die Ruhe und ein gutes Buch. Wir erkunden noch den niedlichen Ort und seine Umgebung zu Fuß und besuchen auch die Sylte Kirche. Danach haben wir uns vorgenommen, dass wir die Trollstigen-Plattform erklimmen und fahren nochmal die 63 hoch in Richtung Trollstigen. Es hat auch inzwischen aufgehört zu regnen und die Straßen sind trocken. Einmalig schön ist die Passstraße hier hinauf, welche am Scheitelpunkt eine Höhe von 850 Meter erreicht. Schon bald kommen wir an der Touristeninformation an. Ab hier ist die Straße nach unten gesperrt, aber der Standort hier oben ist atemberaubend. Das wird man an den kommenden Aufnahmen noch sehen. Wir befinden uns hier etwa in einer Höhe von rund 700 Meter über dem Meer.
Von hier oben hat man den besten Blick hinunter ins Tal. Man kann den grandiosen Verlauf der Straße gut erkennen. Schade, dass sie nicht befahrbar war. Jedoch entschädigt uns die gute Sicht und das besser gewordene Wetter. Unglaublich die Höhe des Wasserfalls und die Menge von Wasser, die Tag ein, Tag aus hier herunterfallen. Nachdem wir den Blick nach unten ins Tal und die ganze Umgebung ausgiebig genossen hatten, geht die Fahrt zurück nach Valdall in unser Hotel. Trotz der bewölkten Stimmung, aber guten Sicht und kaum Verkehrsaufkommen ist die Rückfahrt pures Vergnügen. Immer und überall ist mit Tieren auf der Fahrbahn zu rechnen. Aber da die Geschwindigkeit sehr begrenzt ist, reduziert dies die Risiken. Ein leckeres Abendessen schließt den Abend wieder ab. Der nächste Morgen erwacht düster, aber erschreckt uns nicht. Jetzt erst recht. Ein tolles Frühstück und ab geht die Post. Alles, was das Herz begehrt, optisch schön aufbereitet. So starten wir in den Tag. Der heutige Tag zeigt sich nicht von der schönsten Seite, aber wir müssen das nächste Etappenziel erreichen. Es regnet etwas, aber auch hier ist es wieder so, dass wir nicht durchnässt werden, sondern es als etwas Beiwasser bezeichnen könnten.
Als erstes müssen wir wieder den Fjord überqueren, jetzt nach Stranda. Hier auf der Fähre lernen wir einen Basler Motorradfahrer kennen. Besonders an seinem Gefährt war, dass er zwei separate Navis montiert hatte. Ich fragte ihn warum. Er antwortete, eines funktioniert immer mal nicht, gerade am Nordkap wäre es schwierig. Unsere Fahrt schlängelt sich immer am Wasser entlang. Wir müssen nach Förde. Diesen Ort haben wir gewählt, weil wir auf der weiteren Fahrt eine Zwischenübernachtung benötigen. Dazwischen gibt es immer wieder schöne Aussichten, welche wir ausgiebig genießen. Aber selbstverständlich wäre es bei einem blauen Himmel noch schöner. Eine weitere Fährenüberfahrt wechselt die reine Motorradfahrt ab. Wir durchfahren Täler mit grünen Wiesen und wilden Flussläufen. Wo gibt es mehr Wasser als hier in Norwegen?
Thoralf wagt sich vor bis an den Rand des Abgrunds. Er schafft es aber alleine zurück. Wir mussten keine Rettung alarmieren. Der Schafbock hat Ausgang und ist mit seinem Harem unterwegs. Auch eine größere Gruppe Gleichgesinnter fährt an uns vorbei. Also wir sind nicht alleine hier im großen Land mit dem Motorrad unterwegs. Weiter geht es dann im Film Teil 4, die Reise von Förde bis Oslo. Bleibt gesund, bis bald, Karin, Conny, Thoralf und Michael.